Oh, okay, wir müssen uns mal unterhalten. Das war ein crazy Wochenende, zumindest für mich. Oder auch für PewDiePie und alle Fans, die sich haben von ihm verarschen lassen. War witzig, aber Trending Nummer 1. Warum? Weil er gesagt hat, hey, wenn ich 50 Millionen Subscriber kriege, dann lösche ich meinen Channel. Ich spoiler mal, hat er natürlich nicht gemacht, er hat einen seiner zwei Channels gekillt. Warum sollte er auch seine Millionen wegschmeißen? Dass das super getrendet hat. Ich konnte mit PewDiePie noch nie viel anfangen, wie auch immer. Aber für mich war das, ich hoffe, dass ihr einen schönen dritten Advent hattet, für mich war das ein ganz besonderes Wochenende. Denn das ist ganz schön crazy gewesen. Ich zeig's euch mal. Subscriber. Warum? Weiß ich nicht. Werde ich mal versuchen rauszufinden. Vielleicht erzählt ihr mir mal, wie ihr hierher gefunden habt. Ich freue mich. Willkommen in der Familie und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit mir. Und als die Subscriber-Zahlen immer weiter nach oben gingen am Wochenende, ich werde jetzt hier nicht lügen, ich die ganze Zeit am Handy, Update, Update, Update und es ging immer weiter. Gut, mal sehen, wie es weitergeht in nächster Zeit, aber ich am Wochenende erstmal so. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you'll lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own. So, jetzt haben wir das mal aus dem Weg geräumt. Vielen, vielen Dank. Willkommen in der Familie, immer noch mal. Diese Woche ist wieder richtig spannend, denn es gibt ja noch einiges zu spielen. Ich schulde euch noch Watch Dogs 2. Habe ich am Wochenende aufgenommen, neu geschnitten, kommt heute Abend. Dann ist Steep aus der Open Beta und endlich richtig verfügbar. Spiele ich auch noch. Und Silence habe ich weiter gespielt und werde euch da noch ein bisschen in die Welt von Silence entführen. Dazu gibt es am Mittwoch, also ab Mittwoch soll es rauskommen. Mal schauen, ob es wirklich passiert. Die meisten Leute glauben nicht dran, aber Steam Release Date steht auf 14. Das ist am Mittwoch. Space Hulk, First-Person-Shooter im Warhammer 40k-Universum. Ganz spannend. Mal schauen, ob es rauskommt. Ich werde es auf jeden Fall, wenn es dann kommt, spielen und werde euch mal über meine Eindrücke berichten. Jetzt wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche und vergesst nicht, es sind nur noch 12 Tage bis Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt alle eure Weihnachtsgeschenke. Sollte jetzt einmal die Subscriber-Zahl noch einmal richtig krass explodieren, muss ich mir wohl mal ein Gewinnspiel ausdenken. Ich habe ein paar Sachen, die ich durchaus noch rausgeben könnte. Mal schauen. Jetzt geht es aber erstmal darum, wir fangen an mit heute Watch Dogs, morgen Silence, Mittwoch hoffentlich Space Hulk, was auch ein komischer Titel ist, aber es ist Warhammer. Und dann geht es weiter mit Steep. Und jetzt erstmal eine schöne Woche. Vergesst nicht zu abonnieren, damit wir über die 500 diese Woche noch kommen. Das wäre ganz cool. Liken und kommentieren. Schön wäre auch, wenn ihr kommentiert und sagt, wie seid ihr eigentlich hierher gekommen? Und dann kann ich mal gucken, ob ich für euch noch besseren Content machen kann. Ich arbeite immer dran, deswegen sind Kommentare halt super wichtig. Genau, jetzt wünsche ich euch was und bis bald.